Times are tough for entrepreneurs in Germany's sex industry. 2 months ago, Sascha Erben had to shut the King George, a bordello known to Berliners and tourists for once charging a flat price for all the drinks and sex customers could want. Wochenende mehr 10 so und unter der Woche vielleicht 5-6. Ich bin jeden Tag hier und habe im Endeffekt immer irgendwie ein bisschen Herzschmerz. Ich habe nie zugehabt. Für mich ist es schon komisch. It's just one of 3,500 establishments in Germany that have had to shut their doors since mid-March because of the COVID-19 pandemic. The 14,000 euros in state aid he's received will soon all be spent, he says, and he has no idea when he'll reopen. Also lange haben wir keine Luft mehr, weil Sie sehen ja selber, dass die anderen Branchen wie Kosmetikerin oder Tattoo-Studios alle aufgehen und da ist ja auch körpernaher Kontakt. Fakt ist, wir sind Steuerzahler und wir haben irgendwo trotzdem auch das Recht, dass wir ein Datum bekommen. Because of COVID-19, a sector of the economy estimated to be worth 15 billion euros annually is on hold and out of work. In theory, anyway. Because just off the Kurfürstenstrasse, the main strip for prostitution in Berlin, they are still walking the streets. Most of the women here are from Eastern Europe. Twice a week, social worker Gerhard Schönborn hands out food and hygiene products. Natürlich auch Kondome, auch wenn jetzt Prostitution verboten ist, wenn es trotzdem gemacht wird, dann soll es wenigstens mit Kondomen auch passieren. Deswegen haben wir die. Schönborn says some sex workers were sent home to Hungary and Romania at the beginning of the lockdown. But despite fines hitting 1,500 euros, he says some 50 streetwalkers continue to work and go with their customers into the public bathrooms. He says the pandemic has made them even more vulnerable. Ja, obwohl es verboten ist. Jetzt ist hier gerade besetzt, obwohl das verboten ist, weil die müssen irgendwo hin. Und die Frauen, wenn die auf der Straße leben oder von der Hand in den Mund, dann die brauchen irgendwoher Unterstützung und Geld. Und es ist natürlich, also ich meine, sie sind natürlich den Männern viel mehr ausgeliefert wie vorher noch, weil sie einfach darauf angewiesen sind. When prostitution was legalized in 2001, it was supposed to give a professional status to sex workers. According to estimates, they are between 200 and 400,000 in Germany, but only 33,000 have signed up with the authorities, like Ruby. She is now getting money from the government because of the pandemic. Also tatsächlich sind wir alle von dem Verbot bzw. dem Infektionsschutzgesetz und dem temporären Berufsausübungsverbot betroffen. Und hier im Studio Lux arbeiten so um die 40 bis 50 Personen. Ruby gets unemployment money and a sum for housing. The sex worker association she belongs to fights against the stigmatization of her work. That prevents many women from declaring their job to authorities, she says, and means they get hit even harder by the crisis. Letzten Endes sehen wir im Moment die negativen Erscheinungen von einem Prostituierten-Schutzgesetz, das Sexarbeitende in zwei Lager spaltet, nämlich jene, die in der Lage sind, sich anzumelden und jene, die aus welchen Gründen auch immer nicht dazu in der Lage sind. Und diese Gründe sind nicht immer Kriminalität, sondern die sind Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Rassismus, Angst vor Stigmatisierung. Und wenn man das in Betracht sieht, dann brauchen wir für alle Sexarbeitenden in Deutschland derzeit unbürokratische Hilfen. Whatever the reasons, the outcome is the great majority of sex workers aren't covered by the 2001 law. And the coronavirus has put that under the spotlight. The German MP and Labour leader Leni Brehmeier has fought for years for a total ban on prostitution, following the example of Sweden. With 15 other MPs from the political left and right, she wants houses of prostitution kept closed for a long time and not just for sanitary reasons. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, innezuhalten, weil Corona gezeigt hat, dass das deutsche Prostituiertenschutzgesetz überhaupt nicht angewandt wird. Die Frauen verdienen eben kein Geld, sind abhängig von Dritten und das deutsche Prostitutionsmilieu ist hochkriminell organisiert. Und das sehen wir jetzt auch. Die Frauen haben nichts, sind abhängig, stehen buchstäblich auf der Straße. For now, the authorities haven't said when the businesses selling sex can reopen. But in Germany, the business of selling your body hasn't stopped.
Gerhard Schönborn says a good number of sex workers from Hungary have come back this week.